Hörst du mich nicht? Hallo zusammen. Kopfhörer, ja? Ich dich auch. Alles gut, alles gut. Ich begrüße euch alle zusammen. Es sind schon ganz viele da, noch nicht alle. Es haben sich an die fast 50 Leute angemeldet. Das freut mich total. Es ist Premiere für uns. Ich bin Gabriele, für die, die mich noch nicht kennen. Ich gehe immer davon aus, dass man mich kennt. Und ich freue mich, dass ich Nicole heute dazu überreden konnte. Musste ich gar nicht groß, Musstest dieses du gar nicht. Experiment mitzumachen. Hallo. Musste ich gar nicht. Aber es ist, wie gesagt, in diesem neuen Raum das erste Mal, dass wir ein Webinar machen. Und ich habe gesehen, der Christoph Tintik ist dabei. Das ist mein Techniker von meiner Rundfunkzeit. Ich habe im Interview davon erzählt. Wenn alle Stricke reißen, wird er uns vielleicht helfen können. Okay. Nicole, möchtest du noch was zu dir sagen? Ich freue Oder hören wir das gleich alles im mich, ich Interview? bin gespannt, ob die Technik hält, was sie verspricht, ob die Verbindung schön hält. Und natürlich bin ich gespannt auf die Fragen dann im Anschluss. Und genau, du spielst ja dann gleich unser Interview ab, das wir aufgenommen haben. Genau, da bin ich mal gespannt. Ich freue mich, dass Gestern wir wieder Abend da sind. schon. Hat das einen Hintergrund? Normalerweise kann man dieses, auch mit den zwei großen Bildern, konnte man das theoretisch hier in dem Raum machen. Aber ich habe nur eine ganz geringe Bandbreite, weil ich hier auf dem Land lebe. Und ich habe das vorher getestet und die Übertragungsrate war einfach zu schlecht. Und deswegen haben wir das über ein anderes Programm gemacht, aufgezeichnet, über YouTube, hier jetzt gleich zum Abspielen. Ich hoffe, dass das auch alles funktioniert. Könnt ihr uns erstmal hören? Das haben wir noch gar nicht gefragt. Können wir da mal ein Feedback kriegen, ob ihr uns hören könnt? Wie der Ton ist, wie das Bild ist. Birgit sagt gut, alles Sehr super. gut, sagte Birgit. Dankeschön. Oh, schön, freue ich mich. Ja, Ah, der alle Gerhard ist zwei, auch Ton ist dabei, gut. schön. Alles super. Ja, da hat sich heute noch angemeldet, habe ich gesehen. Okay. Viele aus der Gruppe sind auch dabei, ne? Super toll. Eine ganz Gut. tolle Gruppe. Da müssen wir lachen. Ja. Also später, wenn das Video, ich stelle das gleich auf YouTube an und wenn das abgelaufen ist, dann werde ich den Chat auch groß stellen, dass wir wirklich hier richtig groß mitlesen können, was ihr für Fragen habt. Nicole wird euch alles beantworten. Und wenn wir das nochmal machen, ich sehe, ich kann keinen dazuschalten, weil keiner in meiner Das Video Kontaktliste ist ist. Wenn jemand in meiner Kontaktliste wäre, könnte ich ihn jetzt auch. Claude, das Video Das habe ich noch nicht gestartet. gestartet, nein. Das starte ich jetzt gleich. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Notfalls versuchen wir es mehrere Male. Ich versuche es jetzt mal. Okay. Tschüss, bis Bis gleich. gleich. Ich muss jetzt erstmal noch. Das muss jetzt erstmal laden. Hallo, ich freue mich, dass ich heute kommen Super kann. Foto. Hast du, könnt ihr das sehen Bei schon mir da? habe, bei mir Oh, habe jetzt ist fängt es gut, wieder ne? an. Ja. Ihr sitzt 1000 Kilometer entfernt und im Süden Könnt ihr jetzt das sehen? Lebenswetter? Gut, ne? Ja. Ihr sitzt 1000 Kilometer entfernt und im Süden, ihr habt schönes Wetter? Ja, heute war sehr schönes Wetter, heute wieder. Ich bin im hohen Norden an der dänischen Grenze und das ist ganz, ganz kalt gewesen, beziehungsweise 19 Grad haben wir nur. Oh. Zwischendurch immer wieder Regen und wir hören, wie schön das Wetter ist im Süden. So, jetzt haben wir genug über Wetter geredet. Nicole Pasco, das ist die Frau, die den Ja, das Bild Befreiungskongress ist weg, ich sehe das 2016 gerade. gemacht hat. Und schon bei der Vorstellung des Kongresses hat es mich sehr berührt, und zwar das Video, was du dazu gemacht hast. Und ich habe mehrere Kongresse schon mitgemacht und hier war sofort so ein Gefühl im Herz, boah, das möchte ich mitmachen. Ich habe nämlich dich gesehen und nicht irgendeine Frau, die jetzt irgendeinen Kongress macht, sondern ich habe dein Herz gespürt. Und ich habe mich sofort angemeldet und habe es auch nicht eine Sekunde bereut. Und es ist auch der erste Kongress, den ich gekauft habe.
Das war das zweite Video, was mich dann ganz doll berührt hat, wo du auch dazu gestanden hast, dass es dir schwerfällt, Geld für etwas zu nehmen, weil Geld zu nehmen auch Druck erzeugt, eine ganz tolle Leistung zu bringen und dich auch dieser Kritik, ja, den Leuten eigentlich sagst, hier, ich verkaufe dir etwas und weißt aber nicht, welche Erwartungshaltung derjenige dahinter hat und dass du eventuell die Erwartungshaltung nicht erfüllst und dann Kritik käme, die dich vielleicht mehr treffen würde als sonst, wenn du nichts dafür nimmst. Wie ist es dir denn jetzt gegangen, nachdem du dann doch einige verkauft hast? Ist es jetzt gut? Kannst du da jetzt besser mit umgehen? Also erstmal, liebe Gabi, danke schön für deine Einladung. Habe mich sehr, sehr darüber gefreut, weil ich dich auch als sehr aktiv erlebt habe bei meinem Kongress, dich darüber ja kennengelernt habe und dich sehr, sehr, sehr schon ganz schnell zu schätzen gelernt habe. Danke dir für diese Einladung. Nur zu deinen Fragen. Also du willst wissen, ob mit welchem Gefühl ich jetzt diese Pakete verkauft habe letztendlich. Ob das jetzt leichter geworden ist, nachdem du dich dem gestellt hast in dem Video. Ja, also in dem Video habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, dass es diesmal das erste Mal ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich selber dieses Paket Genau, kaufen würde. genau. Ja, ich bin selber überzeugt von dem, was ich da fabriziert habe mit diesem Kongress. Und dass ich den Wert selbst wirklich zu schätzen weiß und sowohl mit dem Preis einverstanden bin, als auch mit dem Inhalt einverstanden bin und insofern schon allein deshalb jeglicher Kritik standhalten könnte, wenn sie käme und wenn sie jetzt nicht technischer Natur wäre, ne, dass irgendwas nicht funktioniert, das ist natürlich immer was anderes, dem man nachgehen muss. Aber jetzt rein inhaltlich stehe ich hundertprozentig dazu und wie gesagt, das war ja auch in dem Video schon so und habe das guten Gewissens verkaufen können und war super, super, super froh und habe mich sehr, sehr gefreut, dass es auch wirklich tatsächlich Menschen gab, die das genauso zu schätzen wussten und davon Gebrauch gemacht haben und auch Hast du, gekauft. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, hast du denn eine Reaktion auf dieses Video gemerkt in dem Verkauf, im Kaufverhalten? Ja, da ging es hoch. Tatsächlich, das hat mich wirklich schon echt überrascht. Ja, das weißt du. Ja, das hat Denn mich. du hast den Kongress nicht verkauft, sondern du hast dich verschenkt. Und das war das Ganze wert. Und ich muss sagen, ich habe das wirklich nicht bereut. Ich habe einige Interviews haben mich, dass ich das heute mache, habe ich deinem Kongress zu verdanken. Ja. Seit über einem halben Jahr mindestens habe ich die Akademie schon bei Sofengo. Und ich habe nicht auch manche Webinare ausgeschrieben und kurz vorher immer wieder gelöscht, weil irgendwo in mir was sagte, nee, ich kann das nicht, ich traue mich nicht. Und spätestens als Karin Krümel dein Gast war ich so motiviert, so, ich will jetzt auch was machen, ich will auch raus. Und immer wieder dieses sei einfach, zeig dich, das war so die Motivation schlechthin. Und deswegen danke an alle deine Gäste. Also da waren einige dabei. Also wie gesagt, Karin Krümel an erster Stelle für mich, der ja Stefanine. Und ich will jetzt hier keine Abwertung und Wertung, sondern das ist mein persönliches. Dann hat mich eben ganz der Christian Regling natürlich auch. Und was für mich ganz schwerer Stoff war, war der Martin Ullemann. Weil ich nicht in einer Partnerschaft lebe und das eben auch in der Art, wie er es beschreibt, noch nicht gelebt habe. Und ich in der alten Schule noch, ich bin ja, glaube ich, doppelt so alt wie du, noch dieses alte, ich weiß nicht, welcher Jahrgang du bist. Ich werde jetzt 41 im August. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Ich hab dich so in die Richtung 30, Anfang 30 geschätzt. Gute Beleuchtung, gute Beleuchtung. Also doch nicht doppelt so alt, aber schon eine ganze Ecke. Und ich habe halt doch ja, so wie man es früher dachte, Häuschen bauen, Auto haben, Kinder haben, Garten haben. Und ja,
und funktionieren. Also ich habe bis zum, wirklich bis zum 40. jedes Jahr funktioniert und dann erst ausgebrochen. Und so, was der Martin da geschildert hat, macht mir irgendwo ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, kann ich so leben, könnte ich so leben. Aber das bringt jetzt uns nicht weiter, weil nicht jeder das Interview gesehen hat. Also das wollte ich jetzt nochmal ansprechen. Ich kann es also jedem empfehlen. Martin Uhlemann gibt es auch bei YouTube ganz viel. Und der ist strange. So, jetzt habe ich einen kleinen Hänger. Ich wollte ja fragen, wie bist du überhaupt zu dem Kongress gekommen? Wann ist bei dir dieses, was bei mir jetzt passiert ist, wann ist das bei dir passiert? Na du, da sind wir ja gar nicht so unähnlich vom Alter her. Wie gesagt, ich bin letztes Jahr 40 geworden und letztes Jahr 2015. Und lass mich kurz nachdenken. Im September 2015, also kurz nach meinem 40. Geburtstag, habe ich meinen Blog ins Leben gerufen. Radikal now, ne? Genau, Radical Now. Und da ist mir nämlich der Carl Sundance über den Weg gelaufen. Wer? Carl Sundance nennt Achso. er sich. Kenn Das ist ein Deutscher, der mittlerweile mit seiner sechsköpfigen Familie in Costa Rica lebt. Oder er hat jetzt sein sechstes Kind bekommen. Auch in meinem, auch 40, auch in meinem Alter. Und er hat mit Rohkost gestartet, ja. und er bietet sozusagen Kurse, um ein Online-Business zu starten. Und aufgrund von Blog, Facebook und YouTube. Und das hat mich sehr interessiert, weil mein Traum war es, immer von zu Hause aus zu arbeiten, mit etwas, was mich wirklich begeistert, was aus mir herauskommt. Und da habe ich mich genauso spontan und mit einem riesengroßen Ja in mir wie für den Kongress habe ich mich da eingeschrieben bei ihm. Und diese Business School nennt sich das gemacht. Das sind auch so Module, einzelne Module, die man als Videomodule sich anschaut und dann nach und nach umsetzt. Und so habe ich meinen Blog aufgebaut. Und dann habe ich die Mindhearts, heißen sie jetzt, früher hießen sie die Nestlebergers, habe ich den Avare-Kongress gesehen einfach. Und der hat mich wahnsinnig beeindruckt. Vor allen Dingen, wie die Art, wie sie Interviews geführt haben, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und so hat sich dann auch ergeben, dass sie, ein bisschen, warte mal, dass sie eine Kongressakademie eröffnet haben. Das heißt, dass sie Menschen zu ihrem Kongress gecoacht haben, beziehungsweise es noch immer tun. Und ich habe das mitbekommen, habe mich da beworben. Und so kam es auf die Schnelle erzählt zu meinem Kongress, weil es mich sehr beeindruckt hat und weil ich auch unbedingt das machen wollte. Ich dachte mir, oh, endlich diese Menschen interviewen, die ich aus Büchern kenne und die mich begeistern, die mich beeindrucken, dass das wirklich geht. Oh, das hat mich ganz angestachelt. Ja, und das wollte ich tun und das war meine Motivation dahinter. Und so ist es dazu dann gekommen. Durch dieses Coaching dann mit Ihnen habe ich das hinbekommen. Und du weißt nicht, dass du ihn nicht interviewt hast, ne? Ach so, meinst du? Nein, du hast Gespräche geführt. Das ist Ja. das, was eben ganz beeindruckend war, dass du nicht, da ist jemand, der interviewt. Ich habe Rundfunk mal gemacht, und zwar im Bürgerfunk, wo jeder auch mal Rundfunk machen darf, habe ich als Ausgleich für meinen Job gehabt. Habe dann auch Künstler, also Sänger und hinter die Kulissen geguckt bei denen. Und dann ist also derjenige, der die Fragen stellt, die man sich vorher überlegt. Und dann ist da jemand, der antwortet. Und bei dir hatte ich das Gefühl, du bist mit allen, die zugucken, du gehörst zu uns. Ja, Schön. und hast uns eingeladen, mit zuzuhören, mit einem Gespräch. Also man hat, also ich, mir ging es so. Ich habe vergessen, dass das jetzt also ein Interview sein soll. Und das war das, was mich besonders beeindruckt hat. Das freut mich total, weil mir das auch ein Anliegen war, weil ich wollte etwas wissen von jedem Einzelnen, Genau. den ich eingeladen habe. Und deswegen waren es für mich auch sehr persönliche Gespräche, weil es waren meine Fragen, meine persönlichen Fragen, die ich gestellt habe. Und dich hat man gespürt. Bitte? Und man hat dich gespürt. Das ist schön, weil das war mir schon wichtig, Gespräche zu führen, einen Austausch, in einen Genau. Austausch zu gehen und nicht stur Fragen runter zu rattern. Ja, durch den Kongress habe ich ja selber erst gemerkt, dass das eigentlich mein Ding ist, dass ich schon mein ganzes Leben lang
Gespräche geführt habe, in Gesprächen bin, immer wenn mir Menschen begegnen und es zu einem Kontakt kommt, zum Austausch, lande ich ganz, ganz schnell bei ganz tiefen Themen. Gerne meistens in einem Zweiergespräch. Ja. Das schon seit, meine Mutter hat damit angefangen, da war ich 7. Am Küchentisch saßen wir und wir haben über die Welt geredet und über das Leben und ihr Leben vor allen Dingen, aber auch allgemein. Und mich hat immer, fällt mir gerade ein, der Satz sehr gewurmt, ach, das verstehst du noch nicht. Dann bist du doch zu klein, sagst du, das solltest du deinen Kindern nicht, ne? Manchmal. Wenn ich ehrlich bin, sage ich das manchmal, aber nicht oft. Ne? Ja, manchmal verstehen sie es ja auch nicht. Ja. Aber meistens finden, also ich habe ja nun auch 2 Kinder und die sind zwar jetzt erwachsen schon, aber ich habe ja mit Kindern gearbeitet. Also irgendwo findet man immer einen Weg, es zu vermitteln, dass sie zufrieden sind, erstmal für den Moment, ne? Denke ich mir. Meine nächste Frage ist, ach so, ich hatte mir halt nicht heute überlegt, Fragen aufzuschreiben. Ich habe immer gedacht, ich muss doch Fragen aufschreiben. Du fällt bestimmt nichts ein. Und dann kam immer in mir, nein, du unterhältst dich einfach mit ihr und du lässt es drauf ankommen. Und das, deswegen ist es vielleicht ab und zu mal ein bisschen holprig. Wie bist du an diese, oder nach welchen Kriterien hast du deine Interviewpartner ausgesucht? Oh, das war auch ein Prozess. Wie lange war der Prozess überhaupt? Wie lange war von dem Moment, wo du dich entschieden hast, bis zu dem Tag, wo es dann losging? Also jetzt mal ungefähr, kann ich das nur sagen, 3,5 Monate. Okay. Mit der Verschiebung noch drin, 3,5 Monate. Ja, das ist relativ schnell. Viele lassen sich mehr Zeit und beim zweiten Kongress werde ich mir auch mehr Zeit lassen. War es zu anstrengend? Ja, anstrengend war es wirklich, ja. Es war wirklich anstrengend. Das war das Anstrengendste, was ich je gemacht habe. Aber das Intensivste und das Wirkungsvollste aber auch, was meine eigene Entwicklung betrifft. Da kommen wir später noch mehr drauf, ja. Und insofern, viele lassen sich länger Zeit. Und im zweiten würde ich das auch machen. Genau. Und was die Auswahl betrifft, ja. Ich hatte jetzt nun keine 30 auf Anhieb zusammen, von denen ich sofort wusste, die will ich jetzt haben. Ich hatte vielleicht so 10, die ich ganz unbedingt haben wollte. Aber dann hieß es so, naja, so 18 sollten es schon mindestens sein, damit sich das Ganze auch lohnt. Und dann habe ich mich auf die Suche auch gemacht, recherchiert im Internet. Und dann waren natürlich erstmal die ganz Großen angesagt. Ja, okay. So Beetz zum Beispiel oder Veit Lindau oder auch aus der wie heißt diese Szene? Naja, Motivationsszene. Wie heißt der denn nochmal? Dieser Ex-Basketballer. NLP oder solche Sachen? NLP oder in welchem so Coach, überhaupt aus der Coaching-Szene? So Motivationstraining, ja. So Willenskraft, so wie schaffe ich es, mich zu motivieren und so weiter. Jedenfalls, der Herr Beetz hat gleich abgesagt und der Bodo Delitz, der war im Urlaub und was war noch? Und dann jemand anderes, der wollte ein ganz, ganz straffes Werbeprogramm dann mit mir durchführen und überhaupt nur zusagen, wenn noch ganz andere, ganz große dabei wären. Und dann kam ich so ins Grübeln und so ins Überlegen und das hat mir alles nicht mehr gefallen. Passt ja. Auch nicht. Und dann habe ich dem ganz Großen dann abgesagt, weil ich gesagt habe, nee, es geht nicht. Und habe angefangen, wirklich nur nach dem Herzen auszusuchen. Also nur noch Menschen auszusuchen, die mich neugierig machen. Ja. Von denen ich persönlich wirklich etwas wissen will. Und das sind dabei eben auch relativ unbekannte Coaches dabei rausgekommen. Und sogar welche, die noch nicht mal einen Facebook-Account haben. Ich kannte keinen von allen. Ja. Und war von so vielen begeistert. Und ich habe auch oft die Rückmeldung bekommen, danke, dass du so sehr interessante Menschen geholt hast, die mir eben nicht kennt. Und das hat mich dann auch bestätigt, dass man immer nach dem Herzen aussuchen soll, die Leute, weil nur so macht es ja auch Spaß. Okay. Weil wenn man ehrlich ist, hinter diesem ganzen Kongresssystem steckt natürlich auch ein Marketing-Gedanke. Ja? Und das muss man halt für sich selbst entscheiden, wie man die Waage hält. Du sprachst in deinem Video, dass du einen Kredit aufnehmen musstest, um das zu finanzieren. Was ist da so teuer dran?
Das Coaching ist so teuer daran und das ganze Equipment und die ganzen Zusatzprogramme, die man halt einfach braucht. Also ohne geht das nicht. Also ich wir machen das jetzt, wir haben doch jetzt auch machen jetzt in dem Stil eigentlich jetzt ein Interview mit dem kleinen Bild. Und, ja, aber du musst das Video ja irgendwo hinstellen, worauf die Leute zugreifen können. Ja, du brauchst ein, du willst es ja auch verkaufen, das Paket. Mhm. Und da brauchst du einen Mitgliederbereich, du brauchst ein Verkaufssystem, ja, wo das Ganze dann abläuft automatisch, dass du da gar nichts mehr machen musst, weil das wäre dann... Das geht automatisch. Okay. Das geht automatisch bei Digistore. Ja. Yeah. Ja, und da gibt es eben ganz verschiedene Lösungen dafür. Und ich würde jedem, der einen Kongress machen will, ein Coaching empfehlen, weil sonst... Und wer hat dich da gecoacht? Waren das diese... ja, die Mandas. Die Nestelberger oder wie? Ja, genau. Die Nestelberger, genau. Ja. Die hattest du ja auch im Interview. Die kannte ich von anderen Kongressen. Ja, genau. Das sind jetzt die einzigen letztendlich... die das so groß anbieten in Deutschland. Die haben das ja auch ins Leben gerufen, glaube ich, ne? Diese ganzen Online-Lösungen. Genau, und ich bin hochzufrieden mit dem Coaching, weil es ein sehr, sehr menschliches ist. Ja. Weil da noch eine ganze Facebook-Gruppe mit dranhängt und ganz viele wahnsinnig tolle, tiefe Menschen dabei sind, die jetzt alle noch Kongresse machen. Ja. In der Zukunft, das wird noch sehr, sehr schön und sehr interessant. Also es ist fast täglich kommen neue. Ja. Und oftmals sind dann auch doch oft die gleichen auch Experten. Aber trotzdem sind ja jedes Mal die Gespräche anders. Ich denke, jedes Mal ist ein anderes Thema. Mhm. Und manches kann man auch 3-4 Mal hören, um es zu verinnerlichen. Ja, das finde ich auch. Jetzt gerade im Moment läuft ja der Achtsamkeitskongress. Ist zu Ende jetzt gegangen, gestern wieder. Er war auch mit der Welt. Das war ganz, ganz toll auch. Und die Pilgerreise geht am 18. los. Genau, da sind auch wieder ganz tolle Leute dabei. Habe ich mich auch schon angemeldet. Also es macht Spaß. Das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, auch als Ausgleich zu den vielen negativen Nachrichten, die man so hört. Und ich habe zu meiner Schwester gesagt, meine Güte, ich wusste gar nicht, dass es so viele tolle Leute gibt. So viele tolle Menschen gibt, mit denen man so reden kann. Das wusste ich auch nicht. Ja, dass man zuhören kann. Ich habe in meinem Umfeld, muss ich wirklich sagen, das sind ein weniger Leute, mit denen ich eben auch so reden kann. Und das Gros ist eigentlich, ich habe nicht viele Bekannte, das Gros ist eigentlich so, dass ich, wie soll ich das sagen? Politik, 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 es ist alles schrecklich und die Angst. Und es macht mich inzwischen schon fast wütend, weil das so manipulativ ist, das Ganze. Die Medien, alles, was berichtet wird. Und wenn zum Beispiel habe ich mich aufgerichtet, soll mich ja nicht aufregen, soll ja neutral bleiben. Wenn die Friedensmärsche... Nein, das stimmt nicht. Stopp, muss ich gleich eingreifen. Doch, ich möchte schon ich kann meine Meinung sagen, natürlich. Mir kann etwas gefallen oder nicht. Ja, genau. Aber nicht, ich muss das andere verurteilen. Also, ich sage, meine Devise ist, ich konzentriere mich auf das, was ich sehen möchte in der Welt und gebe meine Energie da rein, weil sich meiner Meinung nach das manifestiert, worauf ich gucke. Ja, und wenn ich jetzt den Fernseher anmache und nur Türkei oder nur Sachen sehe, die ich nicht sehen will, dann mache ich den Fernseher aus. Und wenn ich dann bei Facebook oder sonst wo auch noch das Gleiche sehen würde, macht mich das wütend. Weil ich denke, ihr schafft euch diese Welt selber. Ihr müsst irgendwo dagegen pullen. Manche gehen auf die Straße. Und manche gucken halt auf sich selber, den Frieden in sich zu finden. Und das ist meiner Meinung nach der richtige Weg. Und es wird immer schwieriger, je mehr von außen so manipuliert wird. Ja, da bin ich ganz auf deiner Linie. Du hast es noch, haben wir selber in der Hand, einen Fernseher zu haben, einen Fernseher auszuschalten. Ich habe einen Fernseher, Und online zu Kongresse zu gucken und zu staunen. Oder was beides. Es noch alles gibt. Oder beides. Und dann zu sagen, oh, das gefällt mir besser. Und ich konzentriere mich dann auf das, was mir besser gefällt und mir besser tut. Also meinem Herzen besser gefällt.
Ja, mein Traum ist es ja, dass all diese Kongresse und was es noch alles gibt, Webinare und so weiter, dass das tatsächlich das Fernsehen ablöst. Dass die Leute da immer mehr hinkommen und sagen, wow, da wo es einen ja hinzieht, ja, man schaut sich den Kongress an, mit dem man in eine Resonanz geht oder das Webinar, mit dem man in Resonanz geht und dann plötzlich sieht, oh, es gibt, mir ging es genauso wie dir. Mein Kreis an Menschen, mit denen ich mich so austauschen konnte und auch wollte, ist sehr klein vor dem Kongress gewesen, also bis vor dem Coaching gewesen. Und jetzt ist es wirklich, wirklich sehr, 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 sehr angewachsen. Und ich staune und freue mich jeden Tag über Feedback, über Menschen, die in Austausch mit mir gehen, die mir schreiben und ich zurückschreibe. Und ich fühle mich das so erfüllt. Das glaube ich dir. Ja. Erfüllt. Ich glaube auch, dass dich das wirklich erfüllen konnte. Ja. Du hattest 4.400 Anmeldungen. Ja. Wie sind die zustande gekommen? Das fand ich faszinierend. Also kurz vor, bevor ich verschoben habe, waren es ja 850, 4 Tage vor meinem Start. Okay. Ja. Und dann hast du das Video gemacht, was mich berührt hat. Ja, dann habe ich das um 10 Tage verschoben und plötzlich waren es 4.400 dann. Also am Ende des Kongresses waren es 4.400, genau. Weißt du, woran es lag? An deinem Video. Meinst du an meinem Video? Als du es verschoben hast, da habe ich das erst mitgekriegt. Ich dachte schon wieder ein Kongress oder so. Und dann hast du es gesagt, dass du also im Prozess steckst, hast dich gezeigt und hast gesagt, dass du es doch mal verschiebst, weil du im Moment noch nicht so weit bist und dass dein Traum eben von vielen tausenden Teilnehmern noch entfernt wärst. Und auf einmal klappte das. Auch das ist wieder eine Resonanz gewesen, auf dich zeigen. Und weil das fiel mir schon sehr schwer davor. Du hast das Video angesprochen, dieses Intro auf der Webseite, das war harte Arbeit für mich. Das war Text auswendig lernen und das war bestimmt 50 Mal diesen Text sprechen und aufnehmen und in der Gruppe zeigen, passt das jetzt, was sagt ihr dazu, fühlt euch davon angesprochen, ja, in der Coaching-Gruppe. Okay. Bis wir dann beschlossen haben, okay, jetzt lassen wir es. Aber das war richtig harte Arbeit. Aber durch diese Arbeit habe ich jetzt überhaupt keine Probleme mehr, wenn eine Kamera auf mich drauf gerichtet ist. Toll. Ja, dadurch hat sich diese Blockade, nennen wir es, die ich hatte. Ich habe dieses Video noch auf meinem Blog drauf, mein allererstes Video für Radical Now, was Radical Now eigentlich ist. Das, was ich jetzt auch beim Webinar eingespielt habe. Und das hat 20 Schnitte. Bitte? Ja, ich habe 20 Schnitte. Ja, das, ein bisschen merkt man das. Da habe ich immer gedacht, kann das aber toll, dass sie das alles schön zusammenschneidet. Denn wenn ich ein Video mache, dann habe ich manchmal, wenn ich auch was erzählen wollte für meine Webseite, wie du sagst, 40, 50 Mal und dann habe ich aufgegeben, habe ich es nicht mehr gemacht, weil ich immer wieder sagte. Das ist mühsam, Das ist mühsam, aber das schneiden kann nicht ich, das kann mein Mann. Da habe ich Glück. Ja, also das war richtig, richtig Arbeit. Richtig Arbeit für Dinge, die mir jetzt ganz, ganz leicht fallen. Super. Mhm. Wo du deinen Mann gerade erwähnst. Mhm. Deine Familie hat dir den Rücken gestärkt. Ja. Oder wie ging das mit den 2 kleinen Kindern? Wenn ich mir vorstelle, meine Kinder wären 3, 4,5 und 3 sind deine Kinder. Ja, so, Und die brauchen dich ja eigentlich von morgens bis abends noch. Und wie hast du das zeitlich geschafft? Naja, die gehen in den Kindergarten. So beide schon, ja. Also es gibt viele Freilerner in meiner Coaching-Gruppe und die haben es ja wesentlich schwerer. Dass wenn die Kinder den ganzen Tag da sind, die müssen sich viel mehr aufteilen. Aber es geht bei uns insofern nicht, weil mein Mann macht was anderes als ich. Er macht nicht auch das Gleiche. Weil Schauspieler können wir ja auch sagen. Und genau, viele Freilernerfamilien, da machen ja beide das Gleiche, sonst ginge das nicht. Ja. Da müssen beide an einem Strang ziehen, wenn sie sich dafür entscheiden, dass die Kinder jetzt keine Schule besuchen. Zum Beispiel. Aber das geht in Deutschland? Nee, die meisten sind auch Ausland. Und sowas geht mit einem Online-Business. Ja, das sind dann digitale Nomaden, die ziehen dann durch Länder, die eben Schulpflicht befreit sind. Und waren in diesem Wieder-Kind-Sein-Kongress waren ja auch einige dabei, die da interviewt wurden. Das hat mich auch fasziniert, die alles hier gelassen haben.
ausverkauft, Auto verkauft, Kinder gepackt und ins Ausland gegangen und leben und reisen. Ja, ich finde, das ist eine Entscheidung. Das ist eine sehr, 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 sehr schwer, große Entscheidung. Befreiend. Sowohl als auch. Ich finde, das ist aber auch eine schwere, weil das dominiert dann das ganze Leben. Ja. Diese Entscheidung und die Entscheidung, die Kinder gehen nicht zur Schule, Homeschooling oder auch Unschooling, wie man so sagt, Worldschooling. Die Kinder spielen dann irgendwo halt auch die Hauptrolle, die man hat. Und da muss jeder halt für sich entscheiden, inwiefern er das in seinem Leben möchte. Und bei uns ist es eben so, der Levent macht was anderes als ich. Und meine Kids gehen sehr gerne in ihren Kindergarten und wir sind alle glücklich mit dieser Entscheidung. Und nur deswegen ging es auch. Ich hatte den Tag über dafür eben frei, von den anderen Dingen, die ich tun musste. Und der Leonard hat mir halt den Rücken sehr gestärkt, dass er die Kinder oft übernommen hat. Aber es war schon schwer. Es ist schon jetzt gut, dass es jetzt auch wieder vorbei ist und dass wir mehr Zeit alle füreinander haben. Das ist schon. Ja, weil während des Kongresses warst du bei deinen Schwiegereltern, habe ich erst mal gezeigt, ein Video im Garten gedreht, dass alle hinter dir standen. Ja, weil die Schwiegereltern, die sind nicht da, sind noch im Urlaub, aber die Tante und die Cousine wohnen bei den Schwiegereltern und dass die Kinder halt dann, dass wir halt alle zusammen sind letztendlich. Und ich war dann in meinem kleinen Kabuff, dem kleinen Arbeitszimmer von meinem Schwiegervater und konnte das dann machen, wegen der Unterstützung, die ich da eben hatte. Hast du noch Prozesse, in denen du jetzt nachträglich arbeitest oder dich nicht noch drin befindest? Du sagtest, du hast angekündigt ein neues Gespräch mit der Sarah oder Sala. Ja, das, was bei dir ausgemacht hat, das also dich sehr beeindruckt hat. Das lade ich morgen hoch, dieses am Montag hoch, dieses Interview. Dann mache ich noch ein Newsletter dazu. Ja, da will ich noch gar nicht viel dazu sagen, weil das war. Hat das einen neuen Prozess bei dir ausgemacht? Ja. Okay, ein positiver oder schmerzhaft? Nein. Gut. Bin ich gespannt. Sehr überraschend. Ich hatte einfach ganz radikale Einblicke auf einmal und das hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Aber jetzt, was den Kongress betrifft, sagen wir mal so, die Nachkongresszeit ist schon auch, hat schon auch ihre Herausforderungen, weil ich wusste jetzt 3,5 Monate ganz genau, was ich zu tun habe. Und das fällt jetzt weg. Ja, ich habe Ideen, wie es weitergeht. Ich habe tolle Ideen, die ich umsetzen möchte. Zwei Ideen, die ich umsetzen möchte. Aber das ist auch noch so am Entstehen in mir. Und es formt sich. Und was ich zulassen darf gerade, ich formuliere es mal so, das ist so ein bisschen in der Schwebe sein. So, es ist noch nicht alles ganz auf der Erde. Die Ideen sind... Ja, aber das muss mal etwas wachsen, ne? Das muss noch wachsen. Ja. Und ich erlebe jetzt wieder so etwas wie Losgelöstheit oder auch, ich habe eben nicht so eine Führung wie in dieser ganzen Kongressvorbereitungszeit und in der ganzen Kongresszeit. Eine innere Führung. Ja, ich habe meine innere Führung, aber das ist eben so, sich auf das einlassen, was gerade eben jetzt passiert, was gerade durch mich durchgeht, an Gefühlen, an Ideen, ich bin ein recht unstrukturierter Mensch, ein bisschen besser jetzt nach dem Kongress, weil das war notwendig, das ein Stück weit zu lernen. Aber das kommt jetzt auch wieder. Es kommt auch wieder diese 1000 Interessen und diese Dinge, die an einem ziehen. Ah, das ist interessant, ach, das ist aber auch interessant. Das kann ich. Und fokussiert zu bleiben. Ja. Fokussiert zu bleiben auf das, was wirklich, wirklich relevant ist. Und das sind für mich die Interviews und die Gespräche. Ja. Und die liegen mir jetzt in erster Linie am Herzen. Dass die Sala macht den Anfang, Martin Ullermann wird der Nächste und danach kommt Stefan Hiene und so. Alle nochmal. Nee, nicht alle nochmal, neue auch. Ganz neu. Sala, wie gesagt, kannte ich noch gar nicht. Nee, die war bei diesem zufällig, gibt ja keine Zufälle, weil da war ich dabei, bei dem Wiederkindsein-Kongress. Hab ich so beeindruckt. Einmal die Technik funktionierte vorher überhaupt nicht und dann funktionierte sie so, dass sie sogar dazugeschaltet werden konnte. Und es gibt das Thema Emotionen und Gefühle. Ich kann mich gut erinnern, dass es also da sie das sehr gut erklärte, dann wurde sie zugeschaltet. Und dann hast du auch gleich zugegriffen, hast du gesagt, mit dir will ich... Selben Abend noch habe ich ihr über Facebook geschrieben. Ja. Selben Abend haben wir noch am nächsten Tag einen Termin gemacht und
dann hat das funktioniert und war wirklich eins der aller boah. Du machst uns neugierig. Ich glaube, wir freuen uns schon auf das Interview. Also ist das ein Interview, das ich wahrscheinlich vor dem Kongress nicht gezeigt hätte. Da hätte ich wahrscheinlich um einen neuen Termin gebeten, weil es, hast du das persönlich gesagt? Mhm. Persönlich insofern, weil ja währenddessen etwas mit mir passiert, was mich komplett aus den Socken haut. Völlig das Konzept verlieren lässt. Und da hätte ich wahrscheinlich vor dem Kongress gesagt, oh nee, das kannst du nicht zeigen. Und oh, was haben denn dann die Leute, 5 Minuten von den Socken zu sein? Und wann können wir uns das Interview angucken? Morgen, also jetzt sage ich das noch, heute ist Sonntag und wir zeichnen dieses Interview auf, damit wir das morgen am Montag im Webinar zeigen können. Und das von Sala kommt dann auch morgen. Ja, das stelle ich auf YouTube und das bleibt ja da. Echt ein Anliegen, dass diese Gespräche, dass es nicht, ich werde zwar wieder einen Kongress machen, aber ich möchte auch sowas wie jetzt TV machen, wenn ich, was ich das, oder TV, das sind Kanäle, die ich sehr liebe, die mich sehr inspirieren, wo ich immer wieder mir Sachen anschaue und Interviews. Ja. Sowas will ich auch machen. Ich mache halt dann mein Radical Now Magazin oder Radical Now TV. So genau. Die spröd. Toll. Das will ich mir aufbauen, weil ich das großartig finde und auch nicht genug Menschen um mich, meinen Kanal versammeln kann, die anderen Menschen dabei helfen, sich selbst zu sehen. Ja, sind wir ja eigentlich auf einer Linie. Ja, es kann nicht genug geben. Es kann aber nicht genug geben. Ich habe letztens noch gesagt, also wenn 10 Leute das Gleiche sagen, von der gleichen Sache reden, es kommt 10-mal das Gleiche, vielleicht sogar die gleichen Worte benutzen, und es ist trotzdem jedes Mal was anderes, weil wir Energiewesen sind, wir sind Resonanzwesen und wir reagieren einfach aufeinander. Mal ist eine Nähe sofort da und manchmal tut sich gar nichts. Dann guckt man sich das einmal an und dann ist gut. Und dann nimmt man auch nichts auf. Ich denke, nur wenn wir berührt werden, nehmen wir auch wirklich was auf. Und für mich war sehr, sehr spannend, beim Kongress auch zu sehen, weil bei meinen Interviewpartnern, wer geht in die Beziehung mit mir und macht währenddessen den Raum auf und ist genauso bereit, sich auf das einzulassen, was da gerade geschieht, auch auf sich selbst einzulassen und die eigenen Antworten, die dann spontan durch die Fragen entstehen, die von mir ja auch spontan sind. Und wer ist verschlossen? Ja, und verschlossen im Sinne von, ich rede jetzt das, was ich immer rede, mein Programm. Ja, mein Programm, was ich überall verbreite, in meinen Seminaren und so weiter. Und wo ich manchmal keine Chance hatte, da reinzukommen. Ja, das gab es alles. Sowohl das breite Feld, als auch das zu. Selten, ja, auf jeden Fall. Es gab es ganz selten. Aber es gab es auch. Und das ist das Spannendste, was dieser Tanz der Energien. Also, viele haben es geschafft, dich sehr zu berühren, dass du mit den Tränen kämpfst. Ja. Das merkte man. Wie so eine Heulsuse. Und ich saß dann hier vor dem Bildmonitor und habe für dich mitgeweint. Mir liefen sofort die Tränen dann auch. Also man hat dich sowas von gespürt dann in dem Moment auch. Und das war auch bei der Karin ganz stark, ne? Bei der Karin Krümel. Ja, das ist auch etwas, wo ich sage, noch vor dem Kongress, ich bin sehr stark berührbar, aber habe das immer als so ein Manko angesehen, ebenso Heulsoße. Ich mache die Heulsoße wegverstecken, ja, und wegverstecken und ja, dass keiner sieht und so. Aber erst durch diese Vorbereitung und den Kongress selber habe ich und diese ganzen Feedbacks habe ich gemerkt, da wir begegnen uns in der Verletzlichkeit. Genau. Berührbarkeit. Thema innere Kind. Und seitdem erlaube ich mir das einfach. Und sagt, das gehört zu mir und so bin ich und das ist auch, darf sein und das ist in Ordnung so. Und wenn das jemandem nicht gefällt, dann gefällt das jemandem nicht. Ja, aber das hat nichts mit mir zu tun. Ich habe jetzt überhaupt nicht auf unsere Zeit geachtet. Hast du mal drauf geguckt, wann wir es angefangen haben? 50 Minuten ungefähr. Okay, das war so langsam zum Schluss kommen, aber ja, den Chat
im Chat die Fragen noch gestellt. Und jetzt habe ich so viel geredet und jetzt sollen unsere Teilnehmer im Chat dann auch noch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Ich könnte stundenlang weitermachen. Können wir ja gerne. Andermal. Vielleicht können wir das nochmal machen. Und ja, es ist einfach sehr, sehr schön mit dir zu sein. Freue mich auf ein Interview mit dir. Ja, ich bin bereit. Ja, da ist eigentlich auch ganz viel zu erzählen. Okay, wir sehen uns gleich im Chat. Alles klar, ja. Ich danke dir. Ich danke dir. Ne? Ich drücke jetzt mal auf Stopp. Oder wie geht das hier? Meine Maus will das gar nicht. Stop Record drücken. Ja, aber meine Maus möchte das gerade nicht. Immer im richtigen Moment. Jetzt klappt es wieder. Okay, tschüss. Ja. So, da sind wir wieder. Und der Chat ist großgestellt. Nun könnt ihr loslegen. Also ich habe genauso gerne zugehört wie gestern Abend mit Golf. Das hat mir wieder gut getan. Und ich hätte weiter fragen können. Ich hoffe, ihr habt es auch alle genießen können. Jetzt weiß ich gar nicht. Und seht ihr den Chat in groß? Und gar nichts. Hat es euch denn gefallen? Sagen wir es mal so. Oder war das zu viel Geplaudere? Vielleicht nicht tiefgründig genug. Also ich habe an einer Stelle was gesagt. Dankeschön, Elisabeth. Oh. Schönen Abend noch. Tschüss. Ich habe an einer Stelle gesagt, dass mich das wütend macht, wenn es in diese Diskussion Politik oder nicht Politik und so weiter geht, dass die einen auf die Straße gehen und die anderen versuchen, den Frieden in sich selbst zu finden. Und das wäre richtig. Es steht mir nicht zu, zu sagen, was richtig ist. Ich wollte das korrigieren und sagen, das ist mein Weg, dass ich nicht auf die Straße gehe und dass ich da lieber in die Stille gehe. Okay, das ist mir eben nochmal aufgefallen, dass ich also jedem natürlich auch zugestehe, das zu tun, was er für sich am besten empfindet. Es hätte ruhig länger laufen können. Dankeschön, Ida. Ich habe mich mit der Zeit geirrt. Ich dachte, das waren schon 50 Minuten, weil wir davor noch, glaube ich, 10 Minuten gesprochen haben. Uns warm geredet. Wir haben uns ja vorher noch nie gesehen und nie unterhalten. Und es war eine Software, das heißt Zoom, Zoom. Damit haben wir das aufgezeichnet und für mich war das neu. Und da haben wir also die ersten 10 Minuten geplaudert, bevor ich auf Record gedrückt habe. Aber es macht ja nichts. Wir haben ja jetzt Zeit noch. Viertelstunde bleibt euch noch. Und Tina, die Inhalte, die gibt es noch zu sehen auf der Seite. Befreiungskongress. Ich zeige euch das jetzt mal. Ja. Ihr habt alle heute, Augenblick, die Möglichkeit, wo habe ich denn die Dokumente? Die Möglichkeit, das 40 Euro zu sparen, wenn man es heute kauft. Die Teilnehmer hier, ne? Das muss nicht heute sein. Überhaupt die Teilnehmer, die sich hier angemeldet hatten. Die können sich hier, das könnt ihr euch aufschreiben oder ich werde das nachher auch nochmal bei Dokumenten unten reingeben. Und konntest du mit dem Verkauf der Kongresspakete? Ich bin nämlich schon mit dem. Ja. Wahrscheinlich meinte Jacqueline, danke, ob ich meine Kosten decken konnte. Okay. Nehme ich mal soll ich das noch lassen oder ich stelle den Chat wieder groß? Ich stelle das zum Schluss doch mal ein, ne? Den Link. Genau, mach mal den Chat lieber wieder groß, ja. Okay. Ja. Okay. Meine Unkosten decken ja. Nicole, nee, habe ich nicht geschafft. Die Unkosten habe ich nicht gedeckt. Aber was jetzt nicht so schlimm ist, weil, wie gesagt, so ein Kredit, den zahlt man ja in Raten ab und deswegen ist das ja alles machbar. Und
Genau. Es ist deshalb nicht so schlimm, weil das Schöne ist ja, dass ich jetzt weiß, wie es weitergeht. Dass ich Ideen habe, wie es weitergeht und auch Ideen habe, wie ich das sozusagen beruflich ausbauen kann. Das mit den Interviews. Und das, darum geht es letztendlich. Dass etwas weitergeht, dass das jetzt nicht, es war ein Kongress und damit ist es jetzt zu Ende. Und ich mache wieder sowas und versinke jetzt wieder in der Versenkung, sondern jetzt geht es ja weiter, jetzt geht es richtig los und jetzt wird es spannend für mich. Und insofern ist das nicht so schlimm. Genau. Hast du Wie habe ich meine ja, Interviewpartner das. angeschrieben? Ich habe E-Mails geschrieben. Also von denen ich dachte, die sind sehr Facebook-affin und leicht zugänglich, den habe ich tatsächlich auch Facebook-Nachrichten geschrieben, wovon allerdings abgeraten wird, weil es nicht so professionell wirkt. Aber ich habe das auch probiert und ich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht, aber ansonsten alle per E-Mail hauptsächlich geschrieben, einen Text verfasst, warum mir das so wichtig ist, dass sie teilnehmen, was der Kongress ist und ob sie gerne mitmachen wollen. Genau. Wie viel Geld muss man investieren, um einen vernünftigen Kongress auf die Beine zu stellen? Das kommt darauf an, ob du das geführt machst mit einem Coaching oder ohne ein Coaching. Mit einem Coaching, also ich kann dir sagen, ich habe ungefähr, lass mich kurz überschlagen, so 10.000, 11.000 Euro investiert mit dem Coaching. Und Ja, was ist wieder reingekommen? reingekommen sind 8.000 von denen mir letztendlich, weil ich muss noch was abgeben für Techniker. Ich habe mir noch eine Technikerin geleistet, weil mir das auch wichtig war, dass das reibungslos funktioniert. Und hier noch ein Plugin, damit alles reibungslos funktioniert. Mir bleiben 5.000 übrig davon. Und das ist okay. Also es geht auch mehr. Es gibt auch Kongresse, die sind finanziell erfolgreicher, aber da wird halt auch mehr Wert darauf gelegt letztendlich. Ne? Man muss halt, man braucht seinen Fokus. Man braucht seinen Fokus bei so einer Sache. Und mein Fokus lag einfach auf meinem Thema. Und deswegen war das jetzt Das ist finanziell so. vielleicht ergiebig. Genau. Ohne Coaching, das nimmt natürlich einen großen Teil ein. Ohne Coaching kommt drauf an, also überschlagen 3.000 als ganz grobe Richtung ohne das. Aber du zahlst viel Lehrgeld, ne? Weil es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man Begleitung hat. Also ich rate wirklich davon ab, ohne Begleitung das zu machen. Und vor allen Dingen ohne Noch am Begleitung und besten mal. alleine. Auch beim nächsten Mal brauchst du die Begleitung noch. Also auch wenn du jetzt weißt, wie es abläuft und wie es geht. Beim zweiten brauch ich kein Coaching mehr, dann wird es natürlich günstiger, weil ich habe alles schon. Hauptsächlich habe ich alles schon und dann wird es natürlich für mich günstiger, das ist klar. Ja, dann brauche ich das nicht mehr, weil Und jetzt weiß Namen ich ja, wie hast du es geht. inzwischen. Naja, ein Namen. Ja, doch, das ist günstig. Okay. Ah, danke schön. Ach, das ist nett. Bitte schön, Jule. Dann schreib mal fleißig. Eine hast vor der Kamera zu sprechen, ja. Welche Veränderungen hast du bei dir selbst während und nach dem Kongress festgestellt, neben der Tatsache, dass du jetzt keine Probleme hast, vor der Kamera zu sprechen? Oh ja, ich fühle mich jetzt viel befreiter. Das Wichtigste ist, dass ich das Gefühl jetzt habe, ich habe keine Angst mehr, ein Projekt anzufangen, weil vorher war immer der Gedanke da, schaffe ich das auch, ziehe ich das auch wirklich durch, weil ich bin immer so sehr schnell begeistert, aber diese Begeisterung, die flammt, die geht auch wieder schnell vorbei und dann breche ich auch Dinge schnell wieder ab. Und der Kongress war das Erste, was ich wirklich für mich persönlich, für andere Menschen etwas durchziehen, ist immer was anderes als für sich selber persönlich. Und
für mich habe ich das erste Mal etwas wirklich durchgezogen und allein dieses Gefühl ist Gold wert, weil ich habe jetzt eine innere Sicherheit, dass wenn ich etwas wirklich will, dann schaffe ich das auch. Und ich habe einfach ein mehr Selbstsicherheit und vor allen Dingen mehr Vertrauen ins Leben. Also genau das war genau mein Thema. Über diesen Kongress habe ich dieses Vertrauen gelernt, um was es geht. Dieses Vertrauen, egal was geschieht, das ist das Richtige. Ja, es ist das Richtige. Ich habe jetzt nicht das große Geld verdient, aber dafür habe ich mich gefunden. Das ist unbeschreiblich viel wert. Und das trägt mich jetzt durchs Leben. Unbezahlbar. Ja, absolut unbezahlbar ist das natürlich. Für die Technik gibt es da Pakete, die man im Internet kaufen kann. Nee. Also es gibt Techniker, die du dir kaufen kannst, also buchen kannst, ja, die dich dabei unterstützen. Aber es gibt jetzt keine Module, keine Pakete, die du dir kaufst und dann funktioniert das. Meines Wissens gibt es das nicht. Ja, also man arbeitet da mit lebendigen Menschen zusammen und das ist auch gut so. Weil man braucht während des Kongresses, meine Technikerin hat mir zwar gesagt, ich habe sie erstaunlich wenig genervt, weil ich immer, wenn ich sie angeschrieben habe, gesagt, oh, ich hoffe, ich störe dich nicht. Da sind wohl andere aktiver. Aber es ist schon schön, dass man jemanden hat, der erreichbar ist, wenn einfach was nicht funktioniert. Ne? Oder wenn eine Frage kommt, die man nicht beantworten kann. Warum geht das jetzt nicht runterzuladen zum Beispiel? Und du weißt einfach technisch nicht so Bescheid. Ja? Und man kann sich einfach auf das konzentrieren, was einem Spaß macht. In meinem Fall Interviews führen und die Webseite gestalten und was ich halt alles selber gemacht habe. Ich habe den Verkaufsprozess abgegeben und die Speaker-Seiten anlegen abgegeben und diese Installation von einem sehr, sehr wichtigen Plugin, das mir erlaubt hat, mit einem Haken Interviews an- und abzuschalten. Und wenn man das nicht hat, ist es sehr, sehr schwierig. Dann dauert so ein Interview an- und abschalten mal eine Dreiviertelstunde. Ja. So. Die Gabi hat schon geschrieben, es gibt eine Aufzeichnung, genau, wenn man was verpasst hat. Also wer was verpasst hat, kann sich das alles in Ruhe nochmal ansehen. Ich kann es jedem empfehlen, wenn er ein Thema hat, das ihn sehr bewegt, einen Kongress zu machen. Ja. Was war deine Grundmotivation für den Kongress? Ich wollte mit den Menschen, die mich beeindrucken, reden. Ich wollte einen Grund haben, mit ihnen zu reden. Und diese Aufmachung des Kongresses, dieses Offizielle, dieses Professionelle, da dachte ich mir, damit kriege ich sie bestimmt dazu, mit mir zu reden. Genau, das war meine Motivation. Ich wollte sie persönlich kennenlernen. Und das hat ja auch geklappt. Und mit einigen ist ja auch viel Tiefe entstanden. Dann auch danach noch. Ja. Zu einigen bist du hingefahren, ne? Zu einem, weil der 2 Stunden von uns. Ja. Aber beim zweiten Kongress möchte ich das gerne so machen. Diejenigen, die in Deutschland sitzen, die würde ich gerne persönlich besuchen. Das ist die nächste Herausforderung, ob das dann auch klappt, ob diejenigen dann dazu bereit sind. Das wäre mein Wunsch, weil es doch schöner ist, einfach, dass es wirklich schöner ist, sich gegenüber zu sitzen bei so einem Interview. Da entsteht noch mal eine viel schönere Energie, als wenn man so online sich eigentlich nicht wirklich sieht, sondern in eine Kamera guckt. Ja. Also dürfen wir dich anfragen, wenn wir selbst... Tina, na klar. Wenn du meinst, dass ich was beitragen kann zu eurem Kongress, gerne. Gerne, wie gesagt, ich durch die ganze Vorbereitung habe ich gemerkt, dass da was aus mir rauskommt, wenn ich gefragt werde. Und das ist schön, das macht mir selber Spaß. Hattest du vor dem Kongress schon ein gutes Gefühl, dass es gut laufen und erfolgreich würde, eine klare innere Stimme und Vertrauen in deine Vision, oder hattest du auch vorher schon mal Zweifel? Also
bevor alles losging, war ich sicher, es wird alles fantastisch und es wird alles prima. Und aber als ich dann angefangen habe, mit von Modul zu Modul mich vorzubereiten und eins kam zum anderen, dann wurde ich mit allen Blockaden, Ängsten konfrontiert, die so in mir waren. Also es ging bis so runter in die Wurzeln. Mit allen Zweifeln bis hin zu, niemand wird sich anmelden, keinen wird mein Thema interessieren. Was mache ich überhaupt? Was habe ich mir dabei gedacht? Alles kam hoch. Ich werde komplett baden gehen. Ich verschulde mich über beide Ohren und das werde nie wieder rausfinden. Ich werde mich lächerlich machen. All diese Ängste waren da. Und durch all diese Ängste musste ich durch. Und deswegen geht es mir jetzt so gut. Und deswegen habe ich jetzt so eine innere Sicherheit, weil ich mich dem gestellt habe. Und natürlich, und wiederum der Hinweis auf das Coaching, weil ich eine tolle Begleitung hatte. Ja, weil in so einer Coaching-Gruppe man sich gegenseitig so stützt und so hilft. Und das kann ich gar nicht oft genug sagen, wie wichtig das ist. Und wenn man gute Coaches hat, die wissen, was es heißt, unten zu stehen, die wissen, was es heißt, sich ganz, ganz klein zu fühlen, dann kriegt man genau die Unterstützung, die man da braucht, um da durchzugehen, um durch diesen Schmerz zu gehen. Und das hat mich viel Kraft gekostet, aber auch letztendlich dahin geführt, wo ich jetzt innerlich stehe und kann das wirklich nur weiterempfehlen. Ja, also es waren alle Zweifel da, die nur da sein konnten. Wie findet man denn einen guten Coach? Du hattest den Mut, es nochmal 10 Tage zu verschieben. Ja. Wie findet man einen gut suchen und dem Herzen folgen? Letztendlich ja. Letztendlich brauchst du ein gutes Gefühl zu dem Menschen, auf den du dich einlassen möchtest. Auf das, was er sagt, auf das, was er zeigt. Brauchst du ein gutes Gefühl und gehst in Resonanz und dann sagt etwas in dir schon ja oder nee, passt nicht zu mir. Ja? Ich finde zum Beispiel Anne Heinze super. Ich finde sie richtig, richtig toll in ihren Inhalten, nur ist sie mir ganz persönlich zu schnell. Ja, fällt mir jetzt dazu ein. Ich bin da ein bisschen gemütlicher und ich bin da ein bisschen langsamer und Anne ist total dynamisch, die ist ein Sportwagen. Und im Gegensatz zu ihr bin ich ein bisschen ein VW-Käfer. Gut, vielleicht nicht unbedingt ein Käfer, aber sagen wir ein Golf. Ja? Und deswegen würden wir jetzt vielleicht nicht so gut zusammenpassen oder ich würde mich, ja, wie gesagt, ich finde sie großartig, aber rein energetisch würden wir nicht zusammenpassen. So, wenn, vielleicht hilft dir das weiter, ja, wenn du das reinfühlst. Wenn da ein Ja ist, dann wird das schon passen. Ja, jeder hat diese Zweifel, Birgit. Jeder, der sowas macht, hat diese Zweifel. Das kannst du mir echt glauben. Hattest du einen Hackerkurs bei Fabian Strumpf? Nee, aber ich habe einen ganz tollen Platz in Ermetzhofen, heißt das, sehr wahrscheinlich gefunden. Und wir versuchen, das werde ich über einen Newsletter noch dann erzählen, wenn das geklappt hat. Wir versuchen da sowas auf die Beine zu stellen, noch im Herbst, dass das mit Übernachtung für Menschen, die von weiter her kommen, ich will das unbedingt machen, ja, und da versuchen wir das auf die Beine zu stellen und das schicke ich dann durch die Newsletter und wenn ich das ansprich, dann kannst du da, oder wenn du nicht allzu weit weg wohnst, dann kannst du da ja gerne mitmachen. 10 Leute oder 11 Leute müsste man da zusammenbekommen. Hast du einen Tipp? Hast du einen Tipp, wie man durch den Schmerz geht? Hatte für mich viel Geld in eine Sache investiert mit wenig Teilnehmern. Wie man durch den Schmerz geht, ja. Was waren deine Erwartungen an die Sache, wo du Geld rein investiert hast? Was waren deine Erwartungen? Wolltest du damit Geld verdienen oder wolltest du was anderes? War es ein Herzensthema für dich? Das sind so die Fragen, die da bei mir hochkommen. Und
In der Gruppe habe ich erst die Frage gestellt, den Schmerz umarmen, was heißt das eigentlich? Und das heißt, ihn zulassen, zulassen, dass du dich so fühlst, zulassen, dass du dich vielleicht als Versager fühlst, das Annehmen, diese Gefühle, annehmen, dass da sich etwas in dir wie ein Versager fühlt, es zuzulassen. Das ist der erste Gedanke, der da kommt. Ja. Herzensthema, mehr Teilnehmer und auch Herzensthema, mehr Teilnehmer. Ja, der Fokus darf nicht auf den Teilnehmern liegen, das habe ich selber gemerkt. Der Fokus darf letztendlich nicht auf den Teilnehmern liegen. Und auch nicht auf dem Geld verdienen. Mir hat sehr das Interview mit Stefan Hine weitergeholfen, muss ich wirklich sagen, dass da bei mir ein Knoten geplatzt ist, und zwar mit seinem Mut zum Pleitesein. Mut zum Pleitesein bedeutet, stell dir vor, es ändert sich nichts in deinem Leben. Alles bleibt, wie es ist, und du bist völlig zufrieden damit. Das ist Fülle. Das ist Fülle. Und nicht erst dann, wenn du so und so viel Geld auf dem Konto hast. Ja, oder erst, weil alles, was wir uns wünschen, hinter allem, was wir uns wünschen, steckt ein Gefühl, das wir haben wollen. Aber dieses Gefühl, das müssen wir zuerst haben. Und Fülle heißt, da, wo du bist, ist alles da. Und dieses Einverstandensein mit dem, was ist und wie es ist, das ist letztendlich die Fülle. Das habe ich von Stefan gelernt. Und das ging ganz, ganz tief in mich rein. Und dann ist mein Knoten geplatzt, und es war sogar mitten im Kongress. Ja, dann konnte ich das richtig gehen lassen, alles, und sagen, okay, und wenn sich nie mehr was in meinem Leben ändert und wenn ich immer nur so viel Geld habe, wie ich auf dem Konto habe, dann ist das so, weil ich gemerkt habe, das ist nicht der Fokus und das ist nicht, was mich glücklich macht. Mich macht was ganz anderes glücklich, nämlich in Frieden zu sein mit mir, glücklich zu sein mit mir, zufrieden zu sein mit mir. Und wenn ich das bin, dann bin ich mit allem anderen zufrieden. Ja. So, jetzt war das aber ein Monolog hier. Genau. Ja, du bist der Gast, der gefragt. Nicht nur ich habe das Recht, dich eine halbe Stunde auszuquetschen, das sollten die Leute hier auch. Also, dafür sind wir hier. Ja. Was wäre am wichtigsten in die Schule? Auch eine interessante Frage, Treffen Michael. meinen Kongressthemen. Ja, da müsste es so eine, es müsste ein Fach geben. Selbstannahme. Ja, dass den Kindern gesagt wird, dass da jemand ist, der ihnen zeigt, nicht sagt, zeigt oder aus ihnen herausholt, wie toll sie sind. Nicht wie toll, sondern wie toll sie letztendlich sind, wie richtig, jetzt habe ich das richtige Wort, wie richtig jeder Einzelne ist, genau so, wie er ist. Richtig. So einfach würde ich mir wünschen, auch für meine Kinder. Wie Karin auch immer sagt, Aber ich glaube, das ist das Wichtigste, diese Selbstannahme. sich zeigen, wie man ist. Weil das haben die wenigsten Menschen mitbekommen in ihrem Leben, dass sie so, wie sie sind, richtig sind. Dass es eine Wahrheit ist. Ja, und dass wir alle einzigartig sind in unserer Art, wie wir sind. Und dass es nicht darum geht, bewertet zu werden und zu bewerten. Aber leider in diesem Schulsystem ist das ja ziemlich unmöglich, so wie es jetzt ist. Dankeschön, nicht Monolog. Letztlich zählt doch mehr, es gemacht zu haben und dazu die gewonnenen Erfahrungen, Wege, Ideen. Genau. Du es trotzdem. Genau. Du es trotzdem. Das ist gut. Oh ja. Wie gehst du mit kritischen Stimmen um? Ja, das. Ja, interessanterweise, ich hatte ein Gespräch vor dem Kongress mit Irmgard Bronder. Genau, und sie hat mir empfohlen, dass ich jemanden sozusagen engagiere, der die sogenannten Hate-Mails aussortiert, weil diese Kongresszeit ist eine sehr sensible Zeit für den Veranstalter und besonders wenn er viel alleine macht. Und wenn dann Hate-Mails kommen, also sehr, sehr kritische E-Mails,
manchmal böswillige sogar, das kann einen sehr, sehr runterziehen und einem die Kraft rauben, weiterzumachen. Sie hat wohl teilweise die Erfahrung gemacht und deswegen den Tipp weitergegeben. Von anderen habe ich das auch schon gehört, dass das schwierig ist. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse es jetzt mal drauf ankommen. Und ich hatte das große Glück, keine bekommen zu haben. Ich hatte das große, große Glück, dass sich die kritischen Stimmen darauf beschränkt haben, dass meine Newsletter zu lang sind und zu emotional. Das war eine kritische Stimme, dass ich den falschen Browser empfehle, wie Chrome zum Beispiel, dass ich Propaganda betreibe damit. Das war eine kritische Stimme. Also es hat sich wirklich unglaublich in Grenzen gehalten. Und ich hab so am Anfang noch bei jeder E-Mail, die ich angeklickt habe, gedacht, oh, jetzt kommt sie aber, die schlimme E-Mail, jetzt kommt sie bestimmt. Und hab mich schon so drauf eingerichtet innerlich. Aber dann die Kritischen, die kamen, die wirklich nicht schlimm waren, da habe ich mir gedacht, ja, oder wie mit den Newslettern. Ich kann die Dinge nur so machen, wie es für mich stimmig ist, weil ich kann es niemandem nicht allen recht machen. Ja, gerade nicht bei über 4000 Leuten kann man es nicht jedem recht machen. Das geht einfach nicht. Oder generell im Leben geht es alles nicht. Man kann es nur so machen, wie es für einen stimmig ist. Und wenn es für einen stimmig ist, dann kann man immer dazu sagen, okay, das tut mir leid, wenn es dir nicht gefällt, aber dann musst du woanders hingehen, dahin, wo es für dich stimmig ist. Dann kannst du nicht bei mir bleiben. Und so handhabe ich das. Also dieses Mindset ist so ein neudeutsches Wort. Das habe ich mir da angeeignet und das trägt mich jetzt ganz gut. Kannst du sagen, dass du nach dem Kongress deine Berufung gefunden hast? Ja, definitiv. Sie hat sich mir eröffnet erst. Sie wurde mir erst durch den Kongress klar. Ja, das stimmt. Das kann ich ganz klar sagen. Auch in diesem Schulsystem kann man einiges bewirken. Als Lehrer hat man so seine Freiheiten. Das ist schön, wenn man diese Freiheiten auch nutzt als Lehrer. Das ist sehr, sehr schön. Ich kenne viele Lehrer, die sind leider ja, müde. Ja, weil ich finde, so ein System macht auch den engagiertesten Lehrer irgendwann müde. Also die tun mir auch leid. Es wird auch so viel rumgeschimpft und rumgeritten. Nicht Wird ohne viel Grund. rumgeritten auf den Lehrern. Und ich finde es toll, wenn es dann noch. Deine Meine Mutter Mutter war war auch auch Lehrerin, Lehrerin, ja. ne? Ja, auch eine sehr gute und sehr engagierte. Hate-Mails sind aber letztendlich doch auch Resonanz auf einen selbst, wenn sowas kommt. Das heißt, es muss ja nicht jeder bekommen. Sicherlich, es muss nicht jeder bekommen, aber es kann passieren. Es kann immer passieren, es kann immer vorkommen, dass Menschen glauben, sie müssen sich selbst einen Kick verschaffen, indem sie andere Menschen verletzen. Sowas gibt es einfach immer. Das kann einfach passieren. Ja. Und wenn man das vorher weiß, kann man sich schon eben auch wappnen und versuchen, das dann einfach nicht zu so ernst zu nehmen. Gibt es das? In Österreich, ich sag doch Österreich, ich liebe dieses Land. In Österreich gibt es das Unterrichtsfach Glück in manchen Gymnasien. Das ist aber großartig. Da würde ich gerne mal Mäuschen spielen, was Schön. das heißt. Ich fand deine Newsletter immer schön, so konnte ich mehr von dir erfahren, da du dich selbst mehr gezeigt hast. Aber das freut mich sehr, weil ich habe, wie gesagt, ich habe einerseits E-Mails bekommen, fass dich mal ein bisschen kürzer, ich mag nicht immer so viel lesen. Und andererseits E-Mails bekommen, mach bitte noch einen Newsletter, nur extra damit, wie es dir geht. Und das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Ich habe da versucht, schon einen Kompromiss zu finden, der für mich okay war. Wie viele E-Mails hast du durchschnittlich pro Tag bekommen? So 60, 70 waren es pro Tag schon. Ja, also waren schon. Dankeschön, Miranda. Waren schon, also da ich das ja hauptsächlich alleine gemacht habe, waren das schon echt viel für mich. 60 und 70. Ich habe keine Ahnung, wie das bei anderen ist, ob das bei anderen mehr ist oder so. Das weiß ich, habe ich mich gar nicht ausgetauscht mehr darüber. Aber mir hat es schon gereicht. So, die Zeit ist schon längst überschritten. Kommen noch viele Fragen, sonst machen wir noch mal irgendwann eine Fortsetzung. Oder Nicole sagt, ist mir egal, wir können überziehen, dass du hast die Einmal Kinder kurz zu Hause. noch was. Es sind ja doch sehr viele Meinungen zu bestimmten Themen, auch von den Experten. Filterst du Antworten aufgrund von erforschten Fakten? Oh, ich weiß gar nicht, was du meinst, Beate.
Nee, also ich filtere nichts. Nee. Inwiefern nimmst du am Weltgeschehen durch Zeitung leben wahr? Wie gehst du mit Horrormeldungen um? Also wir haben mal den Fernseher abgeschafft, jetzt haben wir wieder einen, aber hauptsächlich wegen der Kindersendungen für die Kids, die sie zwar beschränkt sehen können, aber schon sehen können. Zeitungen lese ich nicht, Internet, wenn Radio. Radio haben wir die Nachrichten und Internet auf jeden Fall. Horrormeldungen versuche ich so weit wie möglich von mir fernzuhalten, weil auch ich finde es furchtbar, Leute auf Facebook, die ganz viel schreckliche Bilder posten und weil wir, besonders wenn man wirklich nichts unternehmen kann, stürzt man selbst in eine Hilflosigkeit, die einen nur runterzieht und die niemandem nützt. Also davon halte ich, halte nichts davon, sich damit einzudecken, mit diesen Informationen. Überhaupt nichts. Ich habe da ein bisschen eine Diskussion immer mit meiner Mutter, die sagt, aber man muss sich doch informieren. Das finde ich auch absolut richtig. Aber wenn man in diese Hilflosigkeit fällt, ist einfach niemandem geholfen. Es gibt da ja eine ganze spirituelle Bewegung dazu, die sagt, diese Kriege in der Welt, die kannst du nur in dir selbst heilen, indem du deinen eigenen Krieg beendest, gegen dich selbst. Und da bin ich ein großer Anhänger davon. Wie bist du auf dein Thema gekommen? Ich wurde herangeführt. Ich wurde herangeführt an dieses Thema. Ich hatte ein Thema, mein erstes Thema war, welches Bewusstsein brauchen wir, um eine wertschätzende Welt zu erschaffen? Zu diesem Thema wollte ich einen Kongress machen. Experten befragen, in welches Bewusstsein wir kommen müssen, um wirklich etwas Neues zu erschaffen in der Welt, um diese Wertschätzung gegenseitig zu erschaffen. Es ist kein sehr weit entferntes Thema, aber indem ich immer wieder darauf hingewiesen wurde, was meinst du damit wirklich? Was ist der wirkliche Nutzen davon? Wurde ich immer tiefer und immer tiefer in mich hineingeschickt. Und dann kam dieser Befreiungskongress raus mit dem Schwerpunkt Urvertrauen, weil ich gemerkt habe, dass das mein größtes Thema ist, dieses Urvertrauen, es zu stärken, es zu finden, es in mein Leben zu holen. Im Leben zu vertrauen. Die Ängste, mit den Ängsten umzugehen. Und dadurch habe ich das gemerkt. Und dadurch, dein größter Schmerz ist dein Thema. Das, was dir am allermeisten Schwierigkeiten in deinem Leben bereitet, das ist dein Thema. Das ist dein Lebensthema. Das hat sich für mich absolut bewahrheitet und bestätigt. Und durch diese riesige Auseinandersetzung mit diesem Thema war das 3,5 Monate Therapie, die gut ausgegangen ist für mich. Ja. Und so kann ich nur jedem empfehlen, sich mit seinem größten Schmerz auseinanderzusetzen, weil das ist auch deine größte Stärke. Gleichzeitig. Das ist ein gutes Schlusswort. Dankeschön. Danke. Ich danke euch von Herzen wirklich für diese tollen Feedbacks. In mir steht ja immer noch jemand staunend da, wie sowas plötzlich in mein Leben kommt. Ne? Ach, danke. Die Ich fand größte es auch total schön mit dir. Also ich würde gerne noch immer mal wieder so ein Treffen machen hier. Mit der größten Stärke, das will ich noch kurz beantworten. Die größte Stärke, Danke, das ist auch Christoph. deine größte Gabe, das ist auch dein tiefster Schmerz, wenn du durch den durchgehst, der bringt dich auch zu deinem größten Schatz, vielleicht ist das besser gesagt, zu dem, was du der Welt zu geben hast. Ja, vielleicht kannst du das so besser verstehen. Dankeschön, Beate, das ist sehr nett von dir. Dankeschön. Ja. Okay. Ich danke dir, Nicole, dass du mein erster Gast warst und mich auch inspiriert hast, in dieser Art meine Webinare zu machen. Ich wusste, ich will Webinare machen, wusste aber nicht genau, was genau. Und es macht mir total Spaß, Interviews zu führen. Christoph sagt es gerade. Christoph ist, wie gesagt, mein Techniker oder wir waren zusammen auf einem Konzert. Ich habe, wie gesagt, ja die Künstler damals interviewt. Und wir haben uns hier bei Facebook wieder getroffen. Und er sagt gerade, es war gut. Also das ist doch immer noch mein Ding. Das macht mir Spaß, es macht mir totalen Spaß. Und mit Ja, dir hat ich es mir bin sehr, ganz sehr froh besonders und Spaß gemacht.
Ja. Modern Talking, sage ich nur. Und ich freue mich, dass ich jetzt den Auftakt für viele weitere Ja. Webinare von dir geben durfte. Und ich freue mich auf deine weiteren Teilnehmer und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viele Teilnehmer, viele Menschen, die du damit erreichst. Und ich freue mich, dass du den Mut hast, das zu machen. Danke dir. Ja, es macht auch Spaß. Ich war auch nicht so aufgeregt wie so früher. Und dass die Technik geklappt hat, finde ich auch total gut. Für alles. Auch mit dem Interview einblenden, ich glaube, das ist ein guter Weg, Ja, das ist ein um guter die Weg, finde ich schwache auch. Bandbreite zu umgehen. Ja. Auch mit dem großen Chat hier, das war jetzt wirklich, Miranda, ja. hatte ich das kleine Bild nicht mehr gestört, ne? Das kleine Super, Julia, mach Kamerabild. deinen Kongress. Ach, wir sehen uns noch ganz oft. Danke, Michael. Okay. Ich möchte auch nicht aufhören, aber ich denke. Ja, Christoph, ich bin jetzt öfter hier. Also einen wunderschönen Abend allen, die dabei sind. Dankeschön. Nicole. Ich blende jetzt noch mal die Folie ein. Also wer sich den Link doch aufschreiben möchte, neugierig geworden ist, nicht beim Kongress dabei war, also da ist wirklich jedes Interview sein Geld wert. Absolut. Und das ist jetzt wieder mit 40 Euro Nachlass. Also ich habe es nicht bereut und ich habe es genossen. Okay. Ich lasse den Chat noch ein bisschen auf. Wollt ihr noch miteinander schreiben? Aber ich denke, es reicht jetzt, ne? Oder? Ich bedanke mich bei dir, Nicole. Und ich bedanke mich bei allen, die teilgenommen haben. Chat noch auflassen? Okay. Ich muss auch los. Ja, ich lasse den Chat noch auf. Ich muss leider jetzt auch. Nicole, willst du noch drin bleiben? Musst auch los. Aber ihr möchtet euch vielleicht noch unterhalten. Dann schalten wir uns nur raus und ihr könnt den Chat noch ein bisschen behalten und ich stelle dann später das Wir gehen Webinar nach zu Hause Ende. los. Wir können ausgehen. Okay. Tschüss. Tschüss. Gute Danke Nacht. allen. Und danke dir, Tschüss. Gabi. Tschüss. Tschüss.